Klauenerkrankungen stellen in der Schweiz die dritthäufigste Abgangsursache beim Rind dar. Diese werden heutzutage als weltweit größtes Tierwohlproblem bei Milchvieh angesehen. Gesunde Klauen sind eine wichtige Voraussetzung für das Wohlbefinden, die Leistung und die Wirtschaftlichkeit unserer Kühe. In diesem Video möchten wir Ihnen die häufigsten Fehler vorstellen, die während der Klauenpflege beim Rind gemacht werden. Die natürliche Abnutzung des Klauenhorns bei vermehrter Stallhaltung ist nicht gewährleistet. Das Wandhorn nutzt sich weniger als das Ballenhorn ab. Stallklauen kennzeichnen sich durch lange Vorderwände und tiefe Ballen, eine gebrochene Zehenachse, ungleich hohe Klauen und eine Belastung der Geschwürstelle. Dies alles führt zu veränderten Belastungsverhältnissen und Erkrankungen der Klauen. Eine fachgerechte und regelmäßige Klauenpflege ist deshalb wichtig, um Klauenkrankheiten vorzubeugen. Das Ziel der funktionellen Klauenpflege ist es, ausgeglichene Belastungsverhältnisse zwischen Innen- und Außenklaue herzustellen. Dabei ist es wichtig, alle 5 Schritte der funktionellen Klauenpflege bei allen 4 Füßen durchzuführen. Bei den 5 Schritten der funktionellen Klauenpflege werden die Vorderwand gekürzt, der Ballen hoch belassen, was eine gerade Zehenachse wiederherstellt, und am Ende sind beide Klauen wieder gleich hoch und die Hohlkehlung ist angebracht. Im Video Die Schweizer Methode der funktionellen Klauenpflege beim Rind erfahren Sie mehr über die 5 Schritte der funktionellen Klauenpflege. Bei der Klauenpflege werden immer wieder Fehler gemacht. Die häufigsten und wichtigsten Fehler werden nun einzeln besprochen. Der erste Fehler ist eine zu stark gekürzte Klaue, was oft mit einer zu dünnen Sohle kombiniert ist. Die vordere Wandlänge beträgt bei den meisten Tieren ca. 8,5 cm. Diese Länge hängt aber vom Alter und der Rasse der Tiere ab. Je größer bzw. schwerer und älter die Tiere, desto länger muss die vordere Wandlänge sein. Die Sohlendicke muss mindestens 5 mm, sogar besser 8 mm betragen. Die Sohlendicke wird nie an der Zehenspitze geprüft, sondern im mittleren Bereich der Sohle. Wenn die Sohle im mittleren Bereich bei Fingerdruck nachgibt, ist sie schon zu dünn. Die Folge einer zu stark gekürzten Klaue bzw. einer zu dünnen Sohle kann das Freilegen der unterliegenden Lederhaut oder sogar des Klauenbeins an der Spitze der Klaue sein. Das Risiko einer aufsteigenden Infektion ist dann sehr hoch. Deshalb muss bei der Blutung an der Klauenspitze immer ein Verband angelegt werden. Eine aufsteigende Infektion kann zu einer Zehenspitzennekrose führen, die schlecht bis nicht therapierbar ist. Dünne Sohlen sind auch empfindlicher und anfälliger gegen druckbedingte Klauenerkrankungen, wie zum Beispiel eingetretene Steine. Ein weiterer Fehler ist eine zu stark gekürzte kleinere Klaue, was zu ungleichen Höhen zwischen den Klauen führt. Wenn man die Klauenpflege mit der Pflege der kleineren Klaue beginnt, besteht das Risiko, dass diese zu klein wird und die größere Klaue in der Höhe nicht mehr angepasst werden kann. Die Höhendifferenz zwischen den Klauen führt zur Überbelastung der größeren Klaue und zu einer erhöhten Anfälligkeit für Sohlengeschwüre und weiße Linie-Erkrankungen dieser Klaue. Deshalb ist es wichtig, die Klauenpflege immer mit der größeren Klaue zu beginnen. Nur so kann die kleinere Klaue an die größere angepasst werden.
Der nächste Fehler, der besprochen wird, ist, wenn die Sohlenflächen am Ende der Klaumpflege nicht senkrecht zur Fußachse sind. Am Ende der Klaumpflege müssen beide Sohlenflächen unbedingt plan und senkrecht zur Fußachse und auf gleicher Höhe sein. Alle vier abgebildeten Punkte müssen auf der gleichen Linie sein. Wenn die Sohlenflächen nicht plan und senkrecht zur Fußachse sind, spreizen sich die Klauen, sobald das Tier Gewicht auf diese Gliedmaße setzt. Die Folgen davon sind das Entstehen von Spreizklauen und von Zwischenklauenwarzen. Zu tiefe Ballen nach der Klauenpflege ist ein anderer häufiger Fehler, der gemacht wird. Während bei der Klauenpflege die Sohlenfläche, das heißt die vorderen zwei Drittel der Klauenunterseite, angepasst bzw. ausgedünnt wird, ist es wichtig, den Ballen zu schonen und ihn so hoch wie möglich zu lassen. Die Folgen eines zu tiefen Ballens sind einerseits ein ungünstiger Klauenwinkel und dadurch eine stärkere Belastung des Ballenbereiches und eine erhöhte Anfälligkeit für Sohlengeschwüre. Andererseits ist der Ballen näher an der Feuchtigkeit, die im Stall herrscht. Er trocknet schlecht ab, was zu einem höheren Risiko für infektiös bedingte Klauenerkrankungen wie Ballenhornfäule und Mortellaro führt. Ein häufiger Fehler ist auch die fehlende oder zu kleine Hohlkehlung. Durch das Anbringen der Hohlkehlung wird die kritische Stelle für die Entstehung von Geschwüren entlastet und die Biomechanik der Klauen wiederhergestellt. Die Biomechanik, auch Klauenmechanismus genannt, wird bei zu kleinen bzw. fehlender Hohlkehlung beeinträchtigt, was zur verminderten Reinigung des Zwischenklauenspalts und zur verminderten Durchblutung der hornbildenden Lederhaut führt. Und ebenfalls durch die ausbleibende Entlastung der Geschwürstelle erhöht sich das Risiko für Sohlengeschwüre. Die Hohlkehlung wird an allen Klauen angebracht. Sie fängt im Spitzenbereich ab ein Drittel der Sohlenlänge an und geht ballenwärts bis zum Ballen. Mehr erfahren Sie dazu im Video Die Schweizer Methode der funktionellen Klauenpflege beim Rind. Beim Ausschneiden der Hohlkehlung müssen die inneren Tragränder unbedingt belassen werden, weil sie die Kuh tragen. Dies ist aber öfters nicht der Fall. Wenn die inneren Tragränder nicht belassen werden, spreizen sich die Klauen, sobald das Tier Gewicht auf diese Gliedmaße setzt. Die Folgen davon sind das Entstehen von Spreizklauen und Zwischenklauenerkrankungen wie Zwischenklauenwarzen. Die äußeren Tragränder werden ebenfalls öfters weggeschnitten. Das Gewicht der Tiere wird, wie im Bild gezeigt, vorwiegend durch die blau gekennzeichneten Tragränder und nie durch die Sohle getragen. Die Linie in den blauen Tragrändern ist die weiße Linie. Der Verlauf der weißen Linie kann anhand der roten Pfeile im zweiten Bild verfolgt werden. Beim Brechen der Kanten muss die weiße Linie unbedingt erhalten bleiben. Die Kanten dürfen also nie weiter als die weiße Linie, aber maximal bis zur weißen Linie gebrochen werden. Nur so kann die Wand ihre tragende Funktion übernehmen, wie es in diesem Bild gezeigt wird. Wenn die äußeren Tragränder durch Abrunden abgetragen und die Kanten nicht höchstens gebrochen werden, wie man es auf diesen Bildern sieht, kann die Wand ihre Funktion als tragender Rand nicht mehr übernehmen und die ganze Last wird auf die Sohle übertragen.
Die Last auf die Sohle führt zu Durchblutungsstörungen der darunterliegenden Lederhaut und folgedessen zur Entstehung von Klauenerkrankungen wie Sohlenblutungen, Sohlengeschwüre und weiße Liniedefekte. Eine fachgerechte Klauenpflege stellt das wichtigste Instrument dar, um die Klauen zu unterstützen. Um die Ziele der Klauenpflege zu erreichen und ausgeglichene Belastungsverhältnisse herzustellen, ist es wichtig, alle 5 Schritte der funktionellen Klauenpflege ohne Fehler an allen 4 Füßen regelmäßig durchzuführen. Im Video Die Schweizer Methode der funktionellen Klauenpflege beim Rind erfahren Sie mehr über die 5 Schritte der funktionellen Klauenpflege. Dieses Video wurde im Rahmen des Ressourcenprojektes Gesunde Klauen, das Fundament für die Zukunft, erstellt. Sie finden weitere Auskünfte zum Projekt und zur Klauengesundheit unter www.gesundeklauen.ch. Wir bedanken uns fürs Zuschauen.